Hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In dem Video möchte ich euch ein bisschen was über die Lenkung zeigen. Ihr könnt hier das Lenkrad sehen. Wie benutzt man die Lenkung richtig? Wie muss ich das Lenkrad überhaupt anfassen? Wann steht das Lenkrad gerade? All die Fragen werde ich hier in dem Video erklären. Bleibt einfach dran. Nach dem Intro seht ihr dann, wie das Ganze funktioniert. Erstmal fassen wir das Lenkrad richtig an. Das Ganze machen wir in der Viertel vor 3 Stellung. Das heißt, ihr müsst euch das Lenkrad wie eine Uhr vorstellen. 12 Uhr, 3 Uhr, 6 Uhr, 9 Uhr. Hier also die volle Stunde, Viertelstunde, halbe Stunde, Dreiviertelstunde. Und die Viertel vor 3 Stellung gehen wir also so. Die rechte Hand kurz vor 3, hier auf die 45 Minuten sozusagen. Und dann haben wir die Viertel vor 3 Stellung. Das ist die Stellung, wo wir am besten mit lenken können und auch am besten wieder umgreifen können. Greift immer um bei der Lenkung, immer auf den Punkt Viertel vor 3. Macht nicht den Fehler, so zu lenken wie vielleicht eine alte Frau, die halt dann immer das Lenkrad so durchziehen. Das kann mitunter sehr störend sein oder halt auch zu gefährlichen Situationen kommen. Also immer beim Lenkrad schön umgreifen. Das wäre erstmal das Erste. Dann die zweite Sache ist, wann steht das Lenkrad eigentlich gerade? In dem Fall könnt ihr es jetzt sehen, das Lenkrad ist gerade. Die Reifen stehen auch gerade. Ich kann das Lenkrad um 1, um 1,5, wie ihr sehen könnt, Position hier nach rechts verdrehen. Wenn ich es jetzt so verdrehe, muss ich noch einmal eine Position drehen, dann steht das Lenkrad wieder gerade. Das Ganze kann ich auch nach links machen. Eine Umdrehung, jetzt nochmal eine halbe und auch jetzt bin ich ganz links im Anschlag. Wenn ich jetzt wieder die halbe Umdrehung oder Viertelumdrehung zurückmache, stehen die Reifen nicht gerade. Ich muss das Ganze also noch einmal drehen, dann habe ich das Lenkrad gerade gestellt. Nun möchte ich euch noch in der Fahrpraxis zeigen, wie die eine oder andere Situation ist oder wie es aussieht, wie man in Kurvenfahrten sich mit dem Lenkrad richtig verhält. Dazu fahren wir jetzt mal los. Ich wollte auch noch sagen, macht nicht den Fehler und haltet das Lenkrad nur mit einer Hand oder gar hier unten. Das kann alles zu gefährlichen Situationen führen. Also immer dran denken, in der Viertel vor 3 Stellung fährt sich's am besten und auch am sichersten. Wir fahren jetzt mal los. Natürlich erst im Rückspiegel gucken. Hier kommt jetzt noch ein Radfahrer. Und dann setzen wir den Blinker. Der erste Gang ist eingelegt. Wir greifen um am Lenkrad. Fahren los, Schulterblick auch nicht vergessen und sind hier immer in der Viertel vor 3 Stellung. Zum Schalten nehmen wir natürlich kurz die Hand vom Lenkrad runter. Wir jetzt den Radfahrer überholen, auch kurz wieder aus und wieder einscheren mit dem Lenkrad. Müsst ihr nicht darauf achten, dass das Lenkrad gerade steht. Das Lenkrad dreht sich in der Regel von selber zurück. Ihr werdet das gleich sehen, wenn ich jetzt die nächste Kurve fahre, dass sich das Lenkrad in seine Ausgangsposition wieder zurückbewegt. Jetzt kommt die Kurve und gleich könnt ihr das Ganze sehen. Ich muss jetzt minimal einschlagen und das Lenkrad dreht sich hier auch wieder zurück. Ihr werdet das Ganze aber gleich noch in einer Kurve sehen, die etwas schärfer genommen wird. Nun fahren wir auf die Kurve zu, die wir etwas schärfer nehmen. Dazu schalte ich erstmal runter, bremse auch gezielt ab. Setze meinen Blinker, Schulterblick in den Spiegel. Wenn nichts kommt, dann freies fahre ich. Und jetzt seht ihr, dass das Lenkrad also wieder automatisch in die gerade Ausstellung geht. Und ich fasse wieder ganz normal in die Viertel vor 3 Stellung an. Hier kommen wir jetzt wieder auf eine etwas schärfere Kurve zugefahren. Auch hier könnt ihr gleich sehen, wie ich lenke. Es handelt sich hier um eine Rechtskurve, die ich mit ca. 40 Stundenkilometer nehmen werde. Auch dazu schalte ich erst wieder runter. Hier muss ich noch nicht umgreifen und das Lenkrad geht auch automatisch wieder in die Geradeausposition zurück. Jetzt kommt noch eine Linkskurve. Auch hier muss ich noch nicht umgreifen. Umgreifen, in der Regel habt ihr es im normalen Straßenverkehr nicht. Das ist vielleicht ganz wichtig beim Einparken, beim Autofahren sind die meisten Situationen in der Viertel vor 3 Stellung ganz einfach zu meistern.
langsamen Kurve greifen wir schon um. Und auch da kommen wir wieder in die gerade Ausstellung automatisch zurück. Ja, soweit zum Thema Lenken. Achtet also, wie gesagt, nochmal darauf, immer in der Viertel-vor-drei-Stellung zu fahren. Nicht das Lenkrad lässig mit einer Hand bedienen. Wenn es in eine Notsituation kommt, kann es sein, dass ihr nicht mehr richtig reagieren könnt. Immer beide Hände am Lenkrad zum Schalten kurz eine Hand runternehmen, dann aber wieder ans Lenkrad dran. Wenn ihr fahrt, lassen sich die meisten Kurven so nehmen, dass man nicht umgreifen muss. Ihr habt es einmal gesehen, wenn ich langsamer durch eine recht scharfe Kurve fahre, kann es schon mal sein, dass ich umgreife. Das Lenkrad dreht sich dann aber automatisch wieder in die Geradeausposition zurück. Ich habe euch auch gezeigt, wie man im Stand sieht, ob das Lenkrad geradeaus steht oder nicht. Auch das könnt ihr euch gerne nochmal angucken am Anfang des Videos, falls ihr das noch nicht verstanden habt. Das ist gerade zum Anfang, wenn man Fahranfänger ist, noch etwas schwierig. Mit der Zeit gewöhnt man sich daran und nach etwas mehr Zeit hat man das auch einfach im Gefühl, wie das Lenkrad steht, wann die Reifen gerade sind. Ihr werdet das dann merken, wenn ihr losfahrt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch den einen oder anderen sinnvollen Tipp zum Thema Lenken geben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns in den nächsten Videos wieder. Bis dahin.